wenn die sich heute nicht mit bisschen sticht, dreh ich sie um. Kann ich Wasser haben? Ja, du Arme. Cool, oh mein Gott. Ich habe 3 Piercings gestochen. Oh mein Gott, halt's Maul. Guck mal. Wow. Soll ich dich umarmen? Hilft das schon ein bisschen? Nein, ich umarme sie. Dann darf ich auch. Stand der Dinge. Die beiden sind einfach cool, intuitiv. Wow. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem wundervollen neuen Video. Ich habe eine Sonnenbrille an, weil meine Wimpern, wie ihr seht, absolut am Arsch sind. Ich habe eine riesige, fette Lücke deswegen. Deswegen gehe ich heute auf jeden Fall zu Natascha und bekomme die Wimpern neu gemacht. Aber jetzt geht es erstmal zu einem sehr, sehr nicen Termin, denn Sunny und ich werden uns zusammen heute neue Ohrlöcher stechen lassen. Mein Plan ist es, an dem Ohr ein zweites Ohrloch zu machen, ein Helix und eventuell hier noch diesen Conch. Ich habe ja hier schon 2 und ich habe ein... Nee, das ist Conch, oder? Warte mal, ich bin verwirrt. Ich habe diesen Conch, ich hätte aber gerne hier einen. Okay, ich muss mal gucken, was wir alles so machen. Von mir aus alles. Keine Ahnung, Sunny möchte auch 2 Ohrlöcher haben. Let's go, Freunde. Ich dachte, ich nehme euch mal mit, weil es eigentlich ganz spannend ist. Ich bringe jetzt noch ein bisschen so Pfand weg und mache solche Sachen. Und dann geht's straight los zum Piercing-Studio und da treffe ich mich mit Sunny. That's my outfit as always. Irgendwie immer dasselbe. Heute wieder T-Shirt-Kleid. Ich glaube, ich ziehe die Jacke eh nachher aus. Ich werde nachher übrigens auch dazu joinen nach meinem Termin zu Amar, Julian und Lina. Die sind nämlich alle gerade in der Stadt und wir wollten heute ein bisschen shoppen gehen mit den Boys. Ist irgendwie schon lustig, aber Amar wollte gerne shoppen gehen in der Stadt. Meine Spülmaschine, meine Waschmaschine hebt gerade ab. Ja, let's go. Hey Freunde, ich bin jetzt hier auf den Ringen. Oh, hallo! Hallo. Lol. Wenn die sich heute Nippelpiercing sticht, dreh ich sie um. Nein, ich sag dir ganz ehrlich, ich mache Nippelpiercings, aber von jetzt bin ich erlaubt. Nee, auf gar keinen Fall. Nein, Spaß mache ich nicht. Tschüss. There it is. Toll. Habt ihr ganz gewartet auf mich? Mhm. Tut mir leid. Ich will noch nicht ohne dich rein. Also. So viel Konfidenz habe ich nicht. Okay. Toll. Hast du Angst? Angst des Todes. Aha. Tut es weh? Ja. Aber nur ganz kurz. Oh Gott. Hauptsache, ich mache das ganze linke Ohr voll und kann dann einfach nicht mehr drauf schlafen. Schaut mal, ich schaue gerade, was ich an meine Ohren dran machen will. Und die hier, diese seitlichen, sind eigentlich ganz nice für Helix. Und sonst nehme ich, glaube ich, ganz klassische mit so Glitzer. Jetzt mal gucken. Guck mal so. Ah. Ja, genau, perfekt. Das ist dann, ey. Ja, das ist super. Ja, genau. Dann schau mal bitte nicht rein, kann auf das Piercing. Er merkt, da ist etwas, was da nicht hingehört. Aha. Und er will es abstoßen. Und deswegen produziert er das überschüssige Gewebe. Und wichtig ist, das zu behandeln. Sonst wird es. Also, wenn ich merke, dass das passiert, dann komme ich zu euch. Auf jeden Fall, bitte. Okay. Wir haben Pflegemittel hier. Wir schauen uns das dann an. Mhm. Es ist ein Piercing, kann leider vorkommen, kann auftauchen. Mit was willst du anfangen? Was du da meistens willst? Die Knorpel beide. Jede Stadt ist einzigartig. Warte, wo machst du jetzt überall gerade eins? Boah, ich hätte da der dicke Knorpel, da Knorpel und hier unten. Ich hätte am meisten Angst vor dem hier, glaube ich. Ja, ich auch. Ja. Stimmt schon. Also ich würde das dann als erstes machen. Nimmst du meine Hand? Ja. Ganz wichtig ist, wenn du Kreislaufprobleme hast, die ist nicht gut. Du musst mir unbedingt Bescheid sagen. Wir haben Zeit. Ich bin doof, wenn ich jetzt hier umkippe. Wildfleisch ist so ein ekliges Wort. Ja, das hört sich richtig an. Ja. Ich finde Knorpelpiercing ist auch irgendwie ein ekliges Wort. Knorpel ist ein ekliges Wort, ja. Wildgulasch. Gulasch im Ohr. Sind das dann so Hautberge oder was so? Stellen ja, Sie ja, vor, ja, wechselt einfach neue Haut. So, so in so einem Batzen. Ja, so wie eine Warze Knochen, vielleicht so ein bisschen. Wie eine Warze, ja, eigentlich. Nur härter eigentlich. Ja. So, wir fangen mit dem Helix an. Ey. Ja. Bitte entspann dich, zieh nicht weg und wenn du Kreislauf hast, sagst du Bescheid. Ich mache mal einfach, ne? Okay. Super. Komm, eins durch. Schmerzt immer noch sehr. Oh Gott. Cool. Jetzt ziehe ich den Schmuck ein. So, das drückt einmal leicht ein bisschen, aber dann hat es geschafft. Das war schon. Zerquetsch mich. Wie geht's dir? Super. Es ist so. Okay, was machst du jetzt? Mit dem Kopf drauf. Ah, schön, schön, schön. Ja, das einfach 3 auf einmal machen, gute Idee. Hat so weh getan, dass das... Es ist so ein langer Schmerz. Ja, ja, klar, weil das drin steckt und so. Sticht. Und dann wird noch was anderes reingeschoben. Ja. Aber es ist perfekt. Oh mein Gott, das sieht so toll aus.
Das sieht wirklich super gut aus. Wow. Es sieht so geil aus. Ja, wirklich, also das hat sich ja schon mal gelohnt. Ja, sehr geil. Übertrieben. Tut's weh? Nee, aber ich habe jetzt wieder Angst vor dem nächsten Schmerz. Ich mache jetzt ein Ohrloch, ne? Damit wir ein bisschen Abwechslung reinbringen. Achso, sorry. Okay, dann mach weiter, du machst das sehr toll. So, ich mach den Ohrloch bei der Klammern erstmal. So, nee, guck mich an, nicht die Kamera. Entschuldigung. Du schaffst das, es wird alles super. Es ist nur ein Ohrloch. Komm, Ohrloch easy, Ohrloch easy, Ohrloch. Au, meine Hand bricht. Ich sieht so brutal aus, wie dieses Ding da drin steckt. Ne? Willst du sowas reinschneiden, das Video? Will das jemand sehen? Ja, ja. Dann machst du einfach eine Triggerwarnung vorher. Ja, ja, genau. Was war schlimmer? Das andere ist schon ein bisschen, man merkt schon, dass die Haut da knorpiger ist. Kann ich Wasser haben? Ja, du Arme. Sally, kannst du Wasser bringen? Haben wir das Video angeguckt, wie man Nippelpiercings. Stell dir mal den Schmerz vor, wie empfindlich man da ist. Das sagen alle, ne? Aber tut es so weh? Ehrliche Antwort, nein. Na? Der Moment bei jedem Piercing ist nicht schön, aber wenn es dann einmal drin ist, fühlt sich nicht an wie so ein Fremdkörper. Also es heilt sehr gut ab auch, ne? Ist auch ein beliebtes Piercing gerade. Ja. Ach, mir dann, wenn die Ohren abgeheilt sind. Oh Gott. Sie hat es mir schon verboten. Also eine Schnapsidee von ihr ist. Erst mal überlegen, ne? Wenn du es ganz sicher bist. Also ich glaube. Oh, danke. Ja, gerne. Ich hätte gedacht, du steckst so easy weg. Hast doch so Gefühle in dir drin. Stell mir das jetzt, was wir jetzt machen, als Schlimmstes vor. Wir haben ein bisschen verteilt auf Gefühl. Ach Gott. Bist du bereit? Ich habe jetzt ein bisschen doch Angst. Also, vor dem habe ich wirklich Angst jetzt. Aber er ist nicht Schmerzenhelix, wirklich nicht. Wir müssen ein bisschen von rechts nach vorne schauen. So, hier klammere ich auch. Du bist auch bereit, dass ich dann einfach mache, ne? Ja, ja, ja. Tony, rede mit mir. Ja, es sieht, also jetzt ist genau, sieht genauso aus wie bei dem unteren Ohrloch. Also es ist super gut platziert. Oh, cool. Oh mein Gott. Das wird so toll aussehen, das wird so toll aussehen. Denk einfach dran. Wie du, das wird, es sieht mir jetzt schon cool aus, weil die Stelle, die muss gestochen werden. Das wäre sonst nicht ganz so. Ah, schön. Wow, also heute ist so ein schöner Tag. Wow, es ist so, oh mein Gott, das ist so... Die ist auch schönes Gefühl gerade. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich jeden Tag, wow. Guck mal, und jetzt so, denk an das schöne Wildfleisch. So wild? Oh. Wow. So, oh, also ja, das ist so. So brutal, das da kommt einfach so. Wann ist es vorbei? Also gleich, ist es, das ist gleich jetzt wird es abgemacht. Ja. Dann kommt da gleich der Stein drauf. Da wird das Ding abgemacht. Ja, genau. Dieser lange also, Stachel. Jetzt kommt kein Schmerz mehr? Nein, jetzt kommt nur noch der Bobbin. Ah, okay. Jetzt hast du da wieder so einen Stachel, der aus dem Ohr guckt. Ich muss lachen, das ist so geil. Du wirst es so geil finden. Oh, perfekt. Oh, geil. Danke. Sehr gerne. Ja, sehr, sehr cool. Wow. Wie gut das zu dem anderen auf der Seite passt. Ja, stimmt. Es ist so von der Symmetrie, also es ist so schön. Ja, also sind die gleichen Steine irgendwie gefühlt. Das sieht einfach so cool aus. Weil ich wollte einfach überlegt, ob hier oben, aber es macht jetzt nicht so Sinn. Es ist mehr Sinn, wenn ich da oben mache und dann hier unten. So, dass so versetzt ist. Nee, würde auch schon geil sein, wenn hier einer. Nee, noch einer? Ja. Ja, okay, dann los, Spaß. Nee, so ist erstmal super. Ich muss ja auch hier drauf schlafen. So ein kleines hier würde ich machen. Ich würde nicht noch so ein großes da rein tun. Aber hier so ein kleines. Ja. Wie cool das aussieht. Sehr, sehr nice. Vielen, vielen Dank. Danke für dein Vertrauen. Das sprühst du morgen vorne und hinten drauf. 2 bis 3 Mal täglich. Wenn du merkst, du sprühst ein bisschen Kret dran, nimmst ein Wattestäbchen, lauwarmes Wasser, reinigst du schön vorne und hinten und das war's. Mehr musst du nicht machen. 2 bis 3 Mal täglich. Mhm. Und wichtig ist nicht drauf schlafen. Dann 2 Wochen einmal zur Kontrolle wieder reinkommen. 2 Wochen. Genau. Kriegen wir hin. Yeah. Schaut mal, wer hier ist. Shady. Wuhu. 3 Wochen. Wow. Kann man eigentlich auch noch fragen, ne? Hä? Und trotzdem Piercing? Ja, warum nicht? Wegen Sonne, wegen Infektion. Ja. Dreimal Wochenende feiern und saufen macht nicht schlimmer. Ja, hast ja recht. Ist Sonny so extra abgesagt heute. Verschiebt sie jetzt einfach. Ja, ich fühle mich wohl. Ja, nein, ist schon gut so. Ja. So, Freunde. Ich bin Sipakos. Ich fahre jetzt zu Amar, Julian und Lina, die gerade in der Stadt am Shoppen sind. Ich glaube, das ist jetzt mein Go-To-Look. Ich weiß es nicht genau. Aber so halte ich die Haare ein bisschen fern vom Piercing. Und kann trotzdem noch die Sonnenbrille auch gut tragen. Schaut mal, Freunde, ich liebe dieses Parkhaus. Ich fahre immer nach oben. Das ist übrigens Galeria Kaufhof. Ich fahre jetzt auch, während ich am Handy bin, weil jetzt gerade ist es okay. Crazy, oder? Ich zeige euch jetzt mal, wo der Dom ist. Ist so, so nice. Schaut mal. Wow. Ich liebe dieses Parkhaus.
Ich bin jetzt so extra, okay, das ist sehr eng, wow, das ist sehr eng. Ich bin jetzt auch extra hier hochgefahren, damit ich das nochmal sehen kann. Ich liebe es hier. Aber wir parken am besten nah am Ausgang. Hier kann man auch nice Bilder shooten übrigens. Sieht es scheiße aus mit meiner Riesenstirn? Hm. Ich bin mir unsicher, ob es ehrlich fit geht. Auch ein Hut. Wow! Was sagen wir, Freunde? Ich bin gespannt, wie die anderen gleich reagieren. Mein Ohr ist noch sehr rot, aber... Klasse! Ich mit meiner Riesenstirn. Wow, ich habe echt eine große Stirn. Krass. Okay, die anderen sind hier irgendwo bei Uniqlo, sagen die. Da gehe ich jetzt auch mal hin. Dann schauen wir doch mal, ne? Meine Extensions-Gruppe sogar ist raus. Ich kann nicht mehr. Schaut mal, seht ihr sie schon? Für Fortnite! Schön, dich zu sehen. Endlich mal eine tolle Freundin. Hallo, ich voll nett gewesen. Ich habe 3 Piercings gestochen. Oh mein Gott, halt's Maul. Guck mal. Wow, hübsch. Warte es mal. Hat oh ganz tolle Weh getan. Nur das hier nicht, aber die anderen alle schon. Oben auch. Ja, es hat alles so weh getan. Ja, gerade eben. Hä, du bist ja voll krass. Ey, es war echt hart. Ja, meinst du nicht, du hast eins schon? Nein, das war nur ein Scherz. Hat sich das gemerkt, sie. Geht's dir gut? Ja, oder? Hallo. Mann, ey. Ach, ein Fahrradfahrer, Hilfe. Okay, wir gehen jetzt mit eurem Outfit das. Am Arsch mit Traum. Ist eine M? M? Digga, das passt mir. Willst du anziehen? Könnte auch dir stehen. XL. Scheiße. Ich habe ein paar Sachen gefunden. Ich habe die alle nicht anprobiert. Ich kaufe die jetzt einfach. Nur so dran gehalten, weil die Schlange ist echt zu lang. Lina ist richtig schlecht gelaunt. Ich umarme dich gleich, dann ist alles wieder gut, ja? Soll ich dich umarmen? Hilft das schon ein bisschen? Nein, ich umarme sie. Dann darf ich auch. Next stop, LFDY. Amar, zeig mal deine Moves. Ui. Sieht sehr toll aus. Tja, Elris. Sehr, sehr nice. Gut. Stand der Dinge. Die beiden sind einfach full in tune. Wow. Lina sieht so bitchig aus. Ich find's so geil. Du siehst so geil aus. Ich hab die Homemade Ice Tea. Jetzt bist du wieder süß. Aus der Crowd, die Leute sind irgendwie am Boah, Freunde, wie geil ist das, das Essen, bitte. Der Burger ist so lecker. Das ist so lecker. Und ich werde mit deiner Schwester was haben. Wow. Ich bin wieder alleine. Ich habe noch mehr geshoppt, Freunde. Die anderen sind nämlich gerade schon abgehauen. Amma muss auch zu einem Termin, ich auch. Aber ich hatte jetzt noch ein bisschen Zeit, deswegen habe ich noch ein bisschen bei Zara geshoppt. Ich kann euch gleich direkt einen ganzen Haul machen. Es war aber so anstrengend, mich umzuziehen mit den Piercings und aufzupassen. Ne? Ich habe gleich einen Wimperntermin, dann wird das Problem auch gelöst. Was meint ihr, wie viel Grad es jetzt in meinem Auto ist? Wow, aber wow, ey, krass, guckt euch das Wetter an, ne? Wir sind übrigens bald auf Malle, falls ihr es noch nicht wisst, mit der ganzen Schnepfen-Crew wieder. Geht's nach Malle. Vorher heißt es aber noch Istanbul, denn ich fliege zum Champions League-Finale, habe ich euch auch schon erzählt. Oh, ich sollte die Tür vielleicht zumachen. Champions League-Finale, ich fliege mit Aaron, also mit Pepsi zusammen, Aaron und ich. Aber Julian und Amar kommen eventuell auch mit, was ganz witzig ist. Amar kriegt vielleicht auch noch Tickets und dann sind die auch noch dabei. Ist ja, glaube ich, ganz funny. Und sonst, das ist gerade Stand der Dinge. Also erst Istanbul und danach die Woche geht's wieder nach Malle mit der üblichen Crew. Ich muss aber leider ein bisschen aufpassen. Es war ein bisschen dumm, dass ich die jetzt gemacht habe, die Piercings. Deswegen, ich muss ein bisschen vor der Sonne schonen. Aber das wird schon. Ich pflege das ja gut und ich kenne das ja schon. Deswegen, ja, das wird schon, Mensch. Ratet mal, wo ich bin. Subi! Kleiner Halt bei Sonny. Jetzt geht's aber weiter zu Wimpern machen. Ich bin nur kurz zu Besuch hier. Und danach geht's zu Kobi Mone. Die fahren jetzt schon hin, aber ich habe ja noch meinen Termin, deswegen. Yes. Vielleicht nochmal schnell das vorher. Gleicher Standort und nachher. Schaut mal, mein kleines süßes Auto. Sieht so hübsch aus mit den schönen schwarzen Felgen. Bald ist es ein neues Auto. Es dauert übrigens nicht mehr lange, ne, Freunde. Also,
an sich soll das in 2 Wochen oder so kommen. Ich bin sehr aufgeregt. Das wird toll. Ich hoffe, es wird alles gut gehen und ich werde nicht ein Fell gefetzt oder so, weil ich aufgeregt bin. Aber ich freue mich sehr auf das Outro.